Hallo und herzlich willkommen zu unseren Gameswelt-Nachrichten. Mein Name ist Felix Rick und ich habe mal wieder ein paar News für euch, unter anderem zu Last of Us 2, das hat jetzt einen Erscheinungstermin bekommen, während der Erscheinungstermin von Ghost of Tsushima verschoben wurde. Außerdem der Deutsche Computerspielpreis wurde gestern verliehen. Ich sage euch, wer in den Hauptkategorien gewonnen hat. Dann wird es bald Infos geben zu PlayStation 5 Spielen und zwar Ende Mai ist es dann soweit und eine Brothers in Arms TV-Serie ist in der Mache. Wenn euch dieses Video gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und auch auf die Glocke drückt. Jetzt viel Spaß mit den Nachrichten. Gestern haben wir ja über das Last of Us 2 Spoiler-Debakel berichtet. Jetzt hat Naughty Dog überraschend einen Release-Termin bekannt gegeben. Wann wird das Spiel jetzt erscheinen? Am 19. Juni wird Last of Us 2 dann in den Läden stehen und Ghost of Tsushima wurde quasi im gleichen Atemzuge verschoben. Das sollte eigentlich am 26. Juni kommen, kommt jetzt allerdings erst am 17. Juli. Die sagen aufgrund des Coronavirus, ne, weil sich da einfach ein bisschen was geändert hat durch Homeoffice und so weiter und so fort. Eventuell hat es auch ein bisschen was damit zu tun, dass sich Last of Us 2 und Ghost of Tsushima sonst zu nah auf der Pelle hocken würden. Aber wie gesagt, letzteres kommt jetzt am 17. Juli. Wann gibt's endlich neue Infos rund um die PlayStation 5 und deren Spiele? Nun, spätestens Ende Mai wird es endlich soweit sein. Das offizielle PlayStation Magazin hat das nämlich für die kommende Ausgabe angekündigt, beziehungsweise hat eben angekündigt, dass man PlayStation 5 Spiele zeigen wird und dann auch so ein bisschen drauf eingeht, wie diese sich spielen. Die Zeitschrift kommt Ende Mai digital raus und als Printversion dann am 2. Juni. Ich freue mich schon drauf. Gestern Abend gab es den Deutschen Computerspielpreis, da wurde dann ordentlich verliehen. In 16 Kategorien gab es Preise zu gewinnen. Das Ganze wurde natürlich digital ausgetragen, gab dabei dann auch ein paar Pannen, aber im Großen und Ganzen hat das alles ganz gut funktioniert. Bestes deutsches Spiel wurde Anno 1800, bestes internationales Spiel wurde Star Wars Jedi Fallen Order und der Publikumspreis ging an The Witcher 3 auf der Nintendo Switch. Die restlichen Gewinner in den restlichen Kategorien könnt ihr bei uns auf gameswelt.de sehen. Seit Jahren warten Fans schon auf ein neues Brothers in Arms Spiel. Sieht nicht gut aus, dass da noch eins kommt. Allerdings wird jetzt eine TV-Serie im Brothers in Arms Universum entstehen. Das hat The Hollywood Reporter herausgefunden. Gearbox und Showrunner Scott Rosenbaum haben sich zusammengetan, um eine Serie daraus zu machen. Woher kennt man Scott Rosenbaum? Nun, der hat zum Beispiel schon an Queen of the South mitgearbeitet. Gearbox-CEO Randy Pitchford wird als Executive Producer fungieren und die erste Staffel basiert auf echten Ereignissen des Zweiten Weltkriegs. Zum Beispiel Operation Exercise Tiger ist quasi eine Vorlage für die ersten Folgen dieser Staffel. Letztendlich wird es in der Serie um 8 Männer gehen, die einen Colonel befreien müssen, damit die Pläne des D-Day nicht in die falschen Hände geraten. Wann genau die Serie dann erscheinen wird, weiß man noch nicht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Gearbox sehr busy. Angeblich ist ja auch ein Borderlands-Film in der Mache. Mal schauen, was daraus wird. Ja, das war's auch schon wieder von den Gameswelt-Nachrichten. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Abend, passt gut auf euch auf und dann hören wir uns morgen wieder. Ciao, macht es gut.